einer der Gründe, warum wir uns für ein automatisches Hochregallager entschieden haben, ist unter anderem unsere hohe Flexibilität in Richtung unserer Kunden. Kracht produziert seit 110 Jahren Zahnradpumpen, Förderpumpen in aller Couleur. Circa 100.000 Einheiten pro Jahr, die wir liefern an unterschiedlichste Kunden. Die Herausforderung war, Platz zu schaffen und Produktivität zu schaffen. Das automatische Hochregal vereint ein zweigassiges Palettenhochregallager mit zwei RBGs doppelt tief und ein eingassiges doppelt tiefes AKL-Kleinteilerlager. Die Silobauweise ist auch wiederum günstiger und sie vereinen quasi die Lagerfläche auf ein kleines Minimum und haben trotzdem viel Lagerfläche. Wir haben früher 2 Tage gebraucht für 100 Aufträge, heute brauchen wir einen halben Tag. Das Lager ist zu 90-95% ein Produktionsversorgungslager. Aufträge von unseren Kunden werden über die Schnittstelle ins WMS übertragen. Das WMS, also das Warenmanagementsystem von Jungheinrich, sortiert nach Dringlichkeit ganz einfach das Datum. Die Ware wird dann aus dem Lager heraus nach FIFO-Prinzipien nach vorne gebracht, über die Fördertechnik zu den einzelnen Kommissionierplätzen. Früher vom Mensch zur Ware und jetzt ist es genau umgedreht, jetzt geht die Ware zum Menschen. Diese Teile alle werden auftragsrein kommissioniert im Kombi-Kommissionierverfahren. Das heißt, ein Auftrag kann unter Umständen eine Palette als auch einen Behälter benötigen. Diese Ware wird dann zeitnah in die Produktion verbracht zum Produzieren. Hierfür nutzen wir einen Routenzug, der gleichzeitig auch fertige Ware wieder mit zurückbringt, entweder zur Zwischenlagerung oder aber in den Versand. Die Zusammenarbeit mit Jungheinrich während der gesamten Projektphase kann ich nur als sehr gut bezeichnen, sodass wir in einer relativ Rekordbauzeit dieses ganze Projekt abgewickelt haben und wir den Termin punktgenau geschafft haben. Also der Service von der Firma Jungheinrich, also da gibt es nichts zu meckern. Wenn wir die Jungs brauchen, dann kriegen wir die. Wir haben im Prinzip bei Jungheinrich das komplette Lager, einschließlich der Wände, wenn man so will, eingekauft. Ja, die komplette Fördertechnik, die komplette Technik für das Lager selber, diese RBGs. Jungheinrich konnte das alles abbilden.